So, hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park Stab der Wahrheit, euer Xodus hier. Und ja, in der letzten Folge, die doch etwas verstörend war, mussten wir uns als Arzt ausgeben, was wir bis jetzt auch ganz gut geschafft haben. Doch dann gab es Nazi-Föten, ich weiß nicht, kann man die hauen? Ja, man kann sie hauen, für die, die letzte Folge nicht gesehen haben. Kämpfen wir jetzt mal gegen Nazi-Föten. So, wir haben auch neue Waffen gekriegt, wie die Giftgranate, Schwert des Endes. Da hauen wir mal ordentlich drauf. Und die machen auch ordentlich Schaden. Und Butters gibt's ja auch. Hammer der Gerechtigkeit. So, Butter wollte ich eigentlich nicht mehr mitnehmen. Es hat sich ja herausgestellt, dass es... Alter, fast 3000 Schaden. Ah, nein. Der Nazi-Fötus hat uns angespuckt. So, jetzt machen wir die Giftgranate. So, ja. Das funktioniert ja ganz gut. Können wir Hammer auf Butters nochmal? So, ach, da kannst du nur einen machen, okay. Alter, was machen die denn für einen Schaden? Das ist ja ein kranker Scheiß, ey. So, komm her, ey. Nazi-Zombie-Fötus. Also es ist nicht nur ein Nazi, auch kein Zombie, es ist ein Alter, jetzt aber obwohl... Ja, komm. So, schwing den Hammer, Butters. Zack, tot. Gut, aber... Genug Demonstration, wir müssen aus der Klinik raus. Alles nehmen. Alles nehmen. So, da waren wir, glaube ich, noch nicht dran. Geld. Bausch mit Liposu... Ach, Mensch, was ist denn heute los mit mir? Ich weiß es nicht. So, wir müssen hier raus. So, da oben können wir irgendwas abschießen. Um dann da hochzukommen. Guck mal, hier ist noch... Nein, Moment. So. Okay, warum wir da jetzt nichts machen können, weiß ich auch nicht. So, okay, wahrscheinlich müssen wir da oben wieder raus. Alter. Wir sollten diesen Kerl zu einem Arzt bringen. Ja, genau, das wird's sein. Ich glaube, ich ahne Böses. So. Wir müssen uns durch ihn durchbahnen. So, komm. Ich möchte jetzt erstmal wieder groß sein, glaube ich. Mensch, mach mich wieder groß. Warum geht das nicht? Ach, geht das nur hier unten? Nee. Mensch, das ist ja komisch. Okay, aber wir können hier wieder runter. Da können wir dran. Heiltrank. Ja, wunderbar. Nehmen wir alles mit. Jetzt müssen wir hier hoch. So, das können wir zerhauen. Und da... lass mich raten. Da muss die Furzgranate her. Um alles in die neue Nachricht von Jesus. Warte mal. Die muss ich auf jeden Fall lesen. Leute, euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay. So, jetzt sind wir hier oben. Kann man das hier öffnen? Aha, Holländerbart, zerrissene Unterhose. Wo müssen wir denn lang? Ich weiß es nicht. Ne, hier nicht. Ah, warte mal, doch, hier müssen wir... So, damit sind die tot. Aber wie geht's weiter? Ach nee, warte mal, hier ist eine Leiter. So, da können wir rein. Da möchte ich aber eigentlich gar nicht jetzt. Nein, ich war doch noch gar nicht so weit. Lass mich hier raus. Ah. Alter, die Nazi. Kann man das irgendwie zumachen? Das ist ja schrecklich. So, jetzt geht's hier durchs Rohr. Oh, Alter, war das? Das war jetzt ein bisschen hart. Oh, 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 nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Ey.
Ah, das nicht zumachen, Mensch. Überall diese Nazi-Zombie-Föten. Also, hier kommen wir wieder raus. Okay. Okay, das ist also so eine Zone. Ist auf jeden Fall bis zur anderen Seite geschafft. Kann man uns wieder groß machen, bitte. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie lösen wir denn dieses Problemchen? Was ist denn da hinten? Nein, nein, das war falsch. Kann man hier irgendwas... Aliensonde, die brauchen wir wahrscheinlich auch. Kann man denn hier irgendwas... Ach, scheiße, hier wollte ich... So, warte mal. Wenn wir uns jetzt klein machen. So, und, dann hier oben hin teleportieren. Dann kann man das Wasser ausmachen. Und jetzt habe ich da schon gesehen. Dann müssen wir wieder runter, weil wir klein sind. Und uns wieder groß machen. Und dann können wir da hinten her, auch wenn es sehr eklig aussieht. So, kann man das da oben rausschießen? Kommen wir da irgendwie dran? Ich glaube nicht. Okay. Ja, ja, Mensch, wofür ist denn das jetzt gut hier? Wofür habe ich das denn jetzt gemacht? So, das nützt alles irgendwie nichts. Ich denke, wenn wir jetzt da reingehen... Muss ich mich da irgendwie wieder klein machen? So, dann machen wir uns klein, auch kein Problem. Ah, guck an. So. Fötus Wami, den nehmen wir natürlich noch mit. So. Ja, und jetzt? Ah, warte mal, Butters, die... Man kann für irgendwas Butters benutzen. Ich kann aber nicht helfen, du brauchst Wasser. Mich jetzt verarschen. Ich habe das Wasser ausgemacht. Ah, ich fühle mich geschmeidig, dass mich, aber ich weiß nicht mal, was ich... Ja, wie jetzt? Muss ich wieder zurück? Oder gibt es hier irgendwas, was ich übersehen habe? Da hinten ist Wasser. Muss ich das Wasser wieder anmachen jetzt? Heißt, das war eine Finte. So. Ja, ich kann es auch... Nee, siehst du? Es geht nicht. Es geht nicht. Aber so geht's, okay. Jesus sieht mich. So. Ah, warte. Ist das Ding kaputt. Und jetzt können wir, kommen wir da jetzt her? Ich weiß es nicht. Ah, eine Furzgranate, okay. So, wir hätten gar nicht außenrum gemusst, sondern mit Wasser. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Machen wir uns erstmal wieder groß. Jetzt muss man das sicher irgendwie in die Luft jagen. So, ja, und schon können wir hier passieren. Okay, das gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Nein! Verdammt! Da sind sie wieder. Ja, okay. Greifen die jetzt alle an? Und machen ordentlich Damage. Alter, der letzte, der... Ey, wie viel Schaden machen die? Das ist ja mal Kacke. Gegenstände, zum Glück haben wir genug Wiederbelebungstränke und ich glaube, ich habe irgendwas drauf, was Butters wieder komplett heilen lässt. So, aber jetzt gibt es erstmal... ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal die ägyptischen Plagen, ja? So.
So, und da lassen wir die Frösche noch regnen. So, und was machst du? Ich weiß es nicht. Butters wandelt sich in den bösen Professor Chaos und entfesselt einen zufällig verheerenden Angriff. Das klingt gut. So, okay. Wähle ein Schicksal. Lebensende, Alter. Scheiß mal auf Jimmy, ey. Professor Chaos, save my day. So, zerrissenes Kondom. Ach komm, da können wir ein Armband. Heiltrank. Ja, komm. So, weiter geht's. Hier ist noch was drin. Benutze Spritze, Gesundheitstrank, alles nehmen und. Exit. Komm, lass mich raus. Warum geht's nicht? So. That's it, that's it. The area is secure. Code Green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Ach du Scheiße. Okay. Es ist ein Riesenfötus. Herumstehen, entfernt von allen getroffenen Feinden positive Statuseffekte. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wie viel Leben der hat. Achso, guck mal, wir können auch die Nabelschnur angreifen. So, was greifen wir denn zuerst an? Ich weiß nicht. Ich glaube, komm, wir bearbeiten die. So, und. Okay, das sah ganz gut aus. Verwandle dich in Professor Chaos. Und, es ist so süß. So. Okay, Professor Chaos. Was kommt jetzt? Ein Kamehameha. Macht auf jeden Fall genug Schaden. Ah! Abgewehrt, zum Glück. Das kam ja von hinten. Das ist ja feige. So, Giftgranate. Komm, wir müssen die Nabelschnur töten. So, okay. Ist die Nabelschnur angewidert? Ich weiß es nicht. Fähigkeiten. Nimm mal einen Machttrank. Kleiner reicht, glaube ich. Sehr schön. Und wir entfesseln nochmal Professor Chaos. Der macht das ganze Spiel jetzt. Geh nochmal auf die Nabelschnur, bitte. Ist auf jeden Fall meine Lieblingsattacke bis jetzt. So, und was haben wir jetzt? Chaossturm. Ah, der greift ja schon an. Okay, die Nabelschnur ist, glaube ich. Okay, wurde ich jetzt geheilt dadurch oder was? Ach nein, aber. Heil mal bitte Butters. Kann nichts essen, ist angewidert. Okay, dann heil dich selber. So, und verprügel die verdammte Nabelschnur, verdammt. So, das war die Nabelschnur. Und Butters, du kannst immer noch nichts, ne? Aber du kannst einen Heiltrank trinken. Ist geheilt, deswegen macht er erstmal noch einen normalen Angriff. Zack! So, jetzt muss er nur noch den Riesenfötus besiegen. Boah, du musst den heilen, Mensch. So, komm, iss. Und du hast doch sicher noch die Davidschleuder. Die haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Zack. Immun. Oha, okay.
Und wir entfesseln nochmal Professor Chaos, einfach nur, auch wenn es nichts bringen würde. Ich finde es einfach nur super geil. Also erstmal ein Red Bull. Ich habe... Verdammt, habe ich gerade irgendwas Falsches genommen? Es scheint quasi so. Kacke, da müssen wir nochmal den Hammer nehmen. Zack. Ja, der macht ordentlich Damage. Jetzt sind wir beide angewidert. Das heißt, wir müssen uns beide heilen. So, und Giftgranaten. So, kriege mit der... Macht nicht viel Schaden, aber ne, immerhin. So, was war, war das? Der Heiltrank war das, oder? Wenn du einen Heiltrank trinkst... Okay, gut. Das war's dann auch schon wieder. Zack. Nur noch 6900 Punkte. Scheiße, Butters ist gleich tot. Also wir heilen uns jetzt erstmal hier. So, haben 19 Punkte und können... Die brauchen 20, ich werde bekloppt. Dann klopp mit deinem Schwert drauf, komm. So, jetzt brennt er auch noch, wunderbar. Butters, du musst dich jetzt heilen, ey, wirklich. Ja, ich glaube, der Fötus ist gerade im Rage-Modus. Oh, oh. Zack. So, gleich ist er down. Sehr schön. Ja, kacke. So, komm, den kriegst du jetzt mit einem Schlag down. Zack. Das war der Riesen-Nazi-Zombie-Fötus. Und Level 14 freigeschaltet. Sehr schön. Quest erfüllt. Ungewollt schwanger. Hast du irgendwas für uns? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben eine... Das ist eklig. Das ist der grüne Schleim, ne? Wenn ich mich jetzt daran wälze, werde ich auch zum Nazi-Zombie. Wollen es gar nicht erst ausprobieren. So, und wir können die letzte Stufe kaufen von den ägyptischen Plagen. So, wir müssen hier raus. Da, komm, raus hier. Und hier draußen ist natürlich alles normal. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. So, aber jetzt erstmal wieder schön. Achso, ne, das war eigentlich ganz gut, ne? So, wie sieht's hier aus? Die Chirurgen-Sachen, die waren echt ganz gut. So, voluminös, steigert Max TP. Was habe ich hier drin? Und hier? Verursacht 10% mehr Schockschaden. Du heilst jede Runde. Ändern. Alles entfernen, ja. Und so, das können wir auch ändern. Hier können wir noch was draufsetzen. Hier haben wir das Neues. Du erhältst Wiedergeburt zu Beginn eines Kampfes. Anlegen, sehr geil. Und was haben wir denn noch hier? Purpurnes Herzabzeichen. Du erhältst zusätzlich 250 TP, wenn du geheilt wirst. Nee. Valkyre. Gucken wir mal so durch, was wir so haben hier noch. Was haben wir denn hier? Berg, aber steigert die Max TP. Ja, das hatten wir, glaube ich. So, was haben wir hier? Verursacht 20%. Ja. Ach, hier unten ist auch noch was. Aber das bringt überhaupt nichts. So, verursacht 20% mehr Bogenschaden. Du erhältst zusätzlich 25 TP, wenn du geheilt wirst. Du verursachst 10% mehr Schockschaden, okay. Jeder Angriff sorgt TP von deinem. So, Alien verfügt 7 Rüstungen. Wir machen das. So, zurück. So, hier können wir auch noch was machen. Ändern. Haben wir nichts mehr, was einem anwidert? So, jeder Angriff. Steigert Max TP. Komm, tu mal das rein. So, das ist schon... Hatten wir nicht noch irgendwas Cooles? Ich könnte schwören, wir hätten noch... Ja, ist ja auch egal.
Damit haben wir das fertig. So, allerdings haben wir schon ein bisschen überzogen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.